Bitcoin tradet bei 62.940 US-Dollar. Wir haben einen wunderschönen Bounce gesehen von unserem wichtigen Support. Unsere gemeinsamen Trades laufen komplett im Profit. Ich habe euch ja ganz genau erklärt, dass ich hier einen Swing Trade aufgemacht habe. Dieser ist jetzt hier mit knapp 20.000 Dollar im Profit. Am gestrigen Tag habe ich da dann auch schon mal nach diesem starken Anstieg sicherheitshalber etwas Profite realisiert. Knappe 2.340 Dollar somit an realisierten Profiten. Wir sind immer noch mit 400.000 Dollar long. Wir müssen uns heute aber wichtige Informationen anschauen. Denn Freunde, es ist soweit. Richtig, GPTC hat das erste Mal einen positiven Inflow gesehen. Insgesamt wurden 378,3 Millionen Dollar gestern positiven Inflow in unsere Spot-ETFs reingebracht. Des Weiteren schauen wir uns natürlich dann heute auch nochmal die wichtige Liquidierungsmap an. Das heißt, wo und wann kommen wieder nächste mögliche Liquidierungen, und das kann bei Bitcoin jetzt wirklich sehr, sehr schnell wieder nach oben gehen, denn es sind immer noch knappe 8 Billionen, also 8 Milliarden Dollar über uns, die hier rausliquidiert werden möchten. Dann schauen wir uns auch noch Informationen zu unserer Bookmap an. Also wo und wann wollen denn Leute bzw. ja, Trader kaufen oder verkaufen? Wo liegen neue Orders drin? Wo liegt die neue Liquidität? All das erfährst du jetzt zusammengefasst in diesem Video. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du hast Bock. Wir starten direkt rein. Let's go. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein, schauen uns erstmal ein kleines Update zu den Trades an. Völlige Transparenz auch für euch. In den letzten 90 Tagen war hier bei Bitbull Trading wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ihr seht hier alles für euch komplett transparent. Das ist jetzt hier auf diesem Account mein P&L. Das heißt, wir haben in den 90 Tagen knappe 264.000 US-Dollar erwirtschaftet. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Auch jetzt hier in der Vergangenheit haben wir immer ganz gute Trades mit reingepackt. Sehr wichtig ist, dass wenn du jetzt hier neu auf diesem Kanal bist, ja, du musst verstehen, dass wir uns immer als Trader zwei Szenarien anschauen müssen. Das heißt, Szenario Nummer 1 ist, was macht Bitcoin, wenn wir ins bärische Szenario gehen, weil wir uns dann natürlich auf die bärische Seite fokussieren müssen. Und was macht Bitcoin, wenn wir zum Beispiel in die bullische Seite gehen? Also wo können wir dann wieder Positionen eröffnen, wenn wir zum Beispiel bullische Szenarien sehen? Weil wir als Trader wollen natürlich von beiden Bewegungen, sei es nach oben oder nach unten, profitieren. Und genau das erfährst du jetzt in diesem Video, und deshalb schauen wir uns das jetzt mal hier im Detail auf jeden Fall mal an. Gehen mal rein in die Chartanalyse auf unserem 4-Stunden-Chart, und wie du hier wunderbar erkennen kannst, ist es so, dass wir hier unten genau an diesem Moment, also genau hier unten bei knappen 56.783 US-Dollar, einen wunderschönen Bounce von unserem 800er EMA gesehen haben. Was jetzt nämlich passiert, ist Folgendes, und zwar ist jetzt die Möglichkeit da, dass wir eine wunderschöne V-Formation bekommen. Gestern bzw. vorgestern hätte ich nochmal damit gerechnet, dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Move hier nach unten machen, ein schönes bullisches Reversal reinkriegen und dann nach oben gehen. Jetzt kriegen wir die schöne V-Formation rein, und diese V-Formation ist jetzt erstmal nichts anderes als ein sehr, sehr bullisches Reversal. Wenn du nämlich eine V-Formation bei Bitcoin reinbekommst, ist das normalerweise immer ein Anzeichen dafür, dass wir nochmal höhere Preise sehen. Was macht Bitcoin dann aber immer sehr gerne? Bitcoin geht normalerweise immer so ein bisschen bis zu dieser Neckline, also bis zu diesem Ausbruchsniveau nach unten, steigt hier wieder an, und dann ist es meistens immer so bei einer V-Formation, dass wir hier immer nochmal in eine kleinere Konsolidierungsphase gehen, bevor wir dann weiter nach oben hin ansteigen. Auch das erwarte ich jetzt hier erstmal bei Bitcoin. Viele sehen an dieser Stelle auch ein mögliches Inverse Head and Shoulders Pattern, was eigentlich dann auch hier erstmal nichts anderes wäre, was auch nochmal ein bullisches Szenario wäre, also ein bullisches Reversal nach unserem sehr, sehr starken Abwärtstrend, den wir jetzt hier geformt haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn es Bitcoin schafft, über dieses Hoch drüber zu kommen, und das ist wirklich jetzt im Moment nicht so einfach, da kommt auch nochmal der 200er EMA, wir werden jetzt die letzten 3-4 Stunden auch die ganze Zeit hier schon wieder etwas rejected, dann siehst du das Ganze hier auch nochmal ganz gut, die 64.040, eigentlich kannst du sagen 64.000 US-Dollar ist die magische Grenze, erstmal
für unseren Bitcoin-Preis. Das bedeutet, wir müssen es unbedingt jetzt hier über diesen 200er EMA nach oben hin durchschaffen. Unsere Indikatoren zeigen uns ganz klar einen Trend an und der Trend ist nach oben. Wir haben sehr starkes positives Momentum reingekriegt. Sogar jetzt am Samstag bleibt das Momentum sehr gut und das ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass die Bullen jetzt hier höhere Preise erreichen möchten. Wir hatten ja hier unten uns auch unser bullisches Cross angeschaut mit unserem MACD, mit der Signallinie. Ja, also das heißt, die Signallinie zur Durchschnittslinie hat sich hier wieder bullisch gecrossed, bullisch durchquert und somit können wir davon ausgehen, dass wir erstmal weiter jetzt hier in diesem Aufwärtstrend sind. Der MACD zeigt uns immer sehr gut an, wo und eigentlich, wie steht Bitcoin im Moment? Sind wir zum Beispiel in einem Abwärtstrend oder sind wir in einem größeren Aufwärtstrend? Dann kam gestern sehr viel Volumen rein. Du siehst es auch hier auf dem 4-Stunden-Chart, genau an dieser Kerze. Kam sehr, sehr viel Volumen rein. Das lag zum einen gestern an den Wirtschaftsdaten in den USA, weil ja viele Leute jetzt davon ausgehen, dass die Fed jetzt reagieren muss und dementsprechend wieder ihre Zinsen beziehungsweise nicht erhöhen, ja, das wäre ein bisschen schlecht, aber ihre Zinsen senken sollte, ja, um jetzt hier diesem Wirtschaftswachstum, wo es jetzt ins Stocken kommt in den USA, hier gegenwirken kann. Und das ist jetzt nämlich genau auch der Punkt, weshalb auch gestern auch die traditionellen Märkte, auch zum Beispiel die Spot-ETFs und so weiter, sehr, sehr gut reagiert haben, weil man jetzt einfach davon ausgehen kann, dass der nächste Zinsentscheid durchaus jetzt in der Lage wäre, eine Zinssenkung einzuleiten. Wenn das passiert, wisst ihr ja selber, was in der Vergangenheit immer passiert ist, denn der Kurs ist dann wirklich sehr, sehr stark angestiegen und wir haben hier ein sehr starkes Kaufvolumen dann hier auch bei unserem Bitcoin gesehen. Und unser RSI ist jetzt bei knapp 63 Punkte. Das heißt, wir sind im obersten Drittel wieder zum überkauften Bereich. Das würde perfekt auch nochmal zusammenpassen mit unserem Widerstandsbereich, den du hier oben siehst bei 64.100 US-Dollar. Wenn wir nämlich den RSI jetzt hier hochgehen und das ist normalerweise dann immer so, wenn wir auf den 70er, also auf die 70er Punkte-Marke gehen, ja, dann ist es immer so, dass wir hier durchaus wieder eine kleine Reaktion nach unten sehen. Wenn dich zum Beispiel dieses Video interessiert und wenn dich dieser Kanal jetzt hier anspricht und du sagst, hey, ich möchte jeden Tag von Montag bis Sonntag gerne ein Update-Video zu Bitcoin haben, damit ich mich perfekt auf meine Trades vorbereiten kann, lass doch hier kostenlos gerne mal ein Abo da, würde mich sehr drüber freuen, join gerne rein in unsere Community. Dann bist auch du ein Bitbuller und Leute, erstmal ballert die Kommentare voll. Vielen lieben Dank für 60.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin echt noch so ein bisschen sprachlos. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, liebe Grüße gehen an alle raus, an alle Supporter. Danke für die geile Unterstützung in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Ja, diesen Kanal gibt es jetzt noch nicht so lang. Deshalb vielen lieben Dank für eure Unterstützung und ich werde weiterhin Gas geben. Ich werde weiterhin das machen, was mir Spaß macht. Ja, und ich werde euch da so gut es geht unterstützen in dieser volatilen Phase. Deshalb vielen lieben Dank für euer Vertrauen und euren ganzen Support. Jetzt gehen wir rein, schauen uns das Ganze mal auf dem Tageschart an. Auf dem Tageschart sehen wir nämlich ein ähnliches Bild. Auch hier kommt jetzt die mögliche V-Formation rein, aber auch hier sind wir noch nicht über den Berg. Warum nicht? Auch hier müssen wir erstmal die aktiven Hochs, die wir hier vorher hatten, genau diese sollten wir nach oben hin erstmal durchbrechen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das nämlich nicht passiert und wir hier abgelehnt werden, ist die Wahrscheinlichkeit nochmal da, auch durchaus möglich, nochmal Richtung 60.000 Dollar nach unten zu droppen. Das wäre nochmal eine Bewegung von 3.000 US-Dollar, um hier unten einfach nochmal den wichtigen Support anzulaufen, den du hier mit dieser gelben Linie jetzt hier auch nochmal siehst. Das heißt, Tageschart wäre das überhaupt gar kein Problem und auch gar nicht schlimm, wenn Bitcoin das nochmal tun würde. Hier unten weiterhin immer noch die 52.000 US-Dollar. Als Worst-Case-Szenario haben wir uns ja immer wieder angeschaut. Stand jetzt durch die aktuellen Preisentwicklungen würde ich das Ganze eher mal nach hinten schieben. Es kommt jetzt wirklich darauf an, was hier oben mit diesem Hoch passiert. Wenn wir jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen und somit eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch es nicht schaffen, hier oben drüber zu kommen, müssen wir damit rechnen, dass wir hier unten nochmal reinkommen. 100er EMA läuft hier auch dann nochmal entlang, aber dafür bekommst du natürlich jedes Mal auch ein
Update-Video. Das ballere ich dir dann natürlich auch dann hier auf Telegram raus. Das heißt, auf Telegram zeige ich dir auch ganz genau, was ich mit meinen Trades mache. Hier siehst du das Ganze nochmal. Hier habe ich zum Beispiel dann reingepostet um 17.26 Uhr, dass ich das erste Mal Profite realisiere. Und da gibt es dann immer wieder Updates, wichtige Informationen zu dem Bitcoin und natürlich zu unserem Kryptomarkt. Hier sind knappe 22.000 Leute drin, komplett kostenlos. Link findest du in der Videobeschreibung. Join gerne rein, würde mich auf jeden Fall freuen. Gut, dann gehen wir weiter, schauen uns das Open Interest an, weil, Freunde, Open Interest ist jetzt wieder sehr stark angestiegen. Wer nicht weiß, was das Open Interest ist, das Open Interest zeigt uns ganz genau an, wie viel und wie stark gehebelte Positionen im Markt sind. Ja, also wie krass das Kauf- und Verkaufsinteresse gerade im Moment ist mit gehebelten Produkten. Also wie viel Leute ballern hier gerade Geld rein, ja, mit gehebelten Produkten. Und man sieht es, allein auf Binance war das ein Anstieg gestern von 669 Millionen US-Dollar, 15,06% innerhalb eines Tages. Jetzt muss man hier wieder etwas aufpassen. Warum muss man aufpassen? Immer, wenn unser Open Interest sehr stark nach oben hin angestiegen ist, konnte man eine Reaktion bei unserem Kurs sehen. Das heißt, wenn Open Interest nach oben steigt, sehr, sehr impulsiv nach oben steigt, mit größeren Kerzen, kannst du mit einem kleineren Liquidation Week in der nächsten Zeit durchaus rechnen. Ich gehe erstmal davon aus, dass Open Interest noch ein bisschen nach oben hin ansteigen kann, ja, damit wir hier nochmal das Potenzial haben, Richtung 68.000 Dollar zu gehen, und dann kommt der kleine Liquidation Week rein, um wieder die ganzen Long-Positionen raus zu liquidieren, und dann kann es durchaus passieren, dass wir Richtung All-Time-High laufen. Im Moment macht Bitcoin genau das, was er jedes Mal nach unserem Halving macht. Jedes Mal macht Bitcoin nach unserem Halving nämlich Folgendes. Er geht in eine Konsolidierungsphase, hat in dieser Konsolidierungsphase einen kleineren Abverkauf nach unten, um die Leute nochmal richtig panisch zu machen und zu sagen, oh mein Gott, Bitcoin geht auf Null. Ich sehe es in den letzten YouTube-Videos, in den Kommentaren. Viele Leute waren da wirklich panisch. Kann ich auch nachvollziehen, wenn ihr das erste Mal in so einem Zyklus mit dabei seid. Aber ich sage euch auch immer wieder, bleibt ruhig. Schaut euch das Gesamtbild an, schaut euch an, was Bitcoin in den letzten Halvings gemacht hat, und da war es einfach genau immer wieder das Gleiche. Wir sind in der Konsolidierungsphase, wir hatten einen kleineren Abverkauf, nochmal Konsolidierungsphase, und dann erst circa 1 bis 2 Monate nach unserem Halving ging es für Bitcoin in den parabolischen Anstieg rein. Schreib es gerne mal unten rein in die Kommentare. Was denkst du? Sehen wir noch diesen parabolischen Anstieg oder war es das schon mit unserem Bullenmarkt? Ich persönlich glaube, es war es noch nicht mit unserem Bullenmarkt. Das bedeutet, wir sehen auf jeden Fall noch höhere Preise bis Ende des Jahres. Meine Meinung. Jetzt gehen wir rein, schauen uns das Ganze dann aber nochmal an. Wie sieht es denn im Moment aus? Die Wale, Leute, sie akkumulieren wie schon lange nicht mehr, muss man auch ganz klar dazu sagen. Also die Wale, schaut euch das mal an hier, die akkumulieren seit unserem Anstieg richtig heftig. Das heißt, diese großen Big Player kaufen ein und nutzen jede kleinere Bewegung nach unten aus, um ihre Taschen wieder voll zu machen, ja. Lasst euch nicht aus dem Markt spülen. Lasst nicht die Wale eure Bitcoins abgreifen. Das ist die erste und die einzige Priorität, die ihr in dieser volatilen Marktphase erstmal haben solltet. Schaut, dass ihr nicht rausliquidiert werdet. Schaut, dass ihr nicht ausgestoppt werdet, weil sonst machen sich die Wale an dieser Stelle einmal die Tasche voll. Dann die Bitcoin Spot ETFs. Positiver Zufluss für alle Spot ETFs. Ich glaube, das hatten wir seit Launch noch nie. Auch unser EBIT hat wieder 12,7 Millionen Dollar reingekriegt. Was sehr stark war, war EZBC mit 60,9 Millionen Dollar. Und jetzt haltet euch fest, der GBTC mit knapp 63 Millionen US-Dollar. Insgesamt sind gestern 378,3 Millionen Dollar via Spot-ETFs in den Bitcoin geflossen. Das hat dann auch positive Auswirkungen, ganz klar, auf unseren Bitcoin gehabt. Ihr habt es gerade eben gesehen, wir sind sehr stark nach oben hin angestiegen. Dann schauen wir uns die möglichen Liquidierungen an, und da möchte ich euch dann hier an dieser Stelle auch das Ganze nochmal zeigen. Wir haben knapp 8 Billionen. Am gestrigen Tag waren es ungefähr 10 Billionen, also 10 Milliarden. Das heißt, 2 Milliarden wurden jetzt an Short-Positionen nach oben hin komplett schon mal rausliquidiert. Wir traden im Moment so bei knappen 63.000. Das heißt, wir haben diesen ganzen Block auch schon wieder rausgenommen. Ja, und das heißt, hier oben, eigentlich jetzt geht es wieder weiter ab
64.000 US-Dollar bis 68 bzw. 69.000 US-Dollar liegt ein richtig, richtig großer Block immer noch an Short-Positionen, um rausliquidiert zu werden. Ja, viele Leute sind Short gegangen, viele Leute haben dann gesagt, oh, wir gehen nochmal auf 40.000 Dollar, wir gehen nochmal runter und fallen nochmal sehr, sehr tief, vielleicht sogar nochmal tiefer. Wichtig, als Trader musst du dich in zwei Richtungen immer absichern. Ja? Das heißt, wir handeln nicht Spot, sondern wir traden Futures und das mit gehebelten Produkten in beide Richtungen. Wenn du natürlich Spot handelst, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Da wartest du natürlich auf tiefere Preise. Wir als Trader sagen, ey, ich möchte gerne, dass Bitcoin volatil ist. In welche Richtung ist mir eigentlich wurscht? Ja? Und dadurch profitieren wir sozusagen. Und dann schauen wir uns noch den High-Block an. Beim High-Block siehst du das Ganze hier auch nochmal schön und zwar durch diesen Anstieg, den wir jetzt gesehen haben und durch diese Rausliquidierung von unseren Short-Positionen ist es halt jetzt so, dass wir genau in diesem Bereich jetzt sehr viele neue Long-Positionen wieder reingekriegt haben und das ja, ist jetzt wirklich wieder etwas tricky, denn wir reden hier gerade von Long-Positionen, die hier reingekommen sind von knapp 10 Billionen, also 10 Milliarden, die dann hier mit gehebelten Produkten jetzt hier wieder an Long-Positionen dazugekommen sind und wie du hier oben sehen kannst, ist immer noch ein größerer Block, der jetzt hier darauf wartet, auch immer noch rausliquidiert zu werden. Was mir halt überhaupt nicht gefällt, bin ich auch ehrlich zu euch, ist einmal, wenn man sich diese Bubbles hier anschaut, nämlich diesen Kreis hier, diesen Kreis hier unten. Das sind nämlich gehebelte Positionen mit mehr als 200 Millionen US-Dollar. Und diese Positionen sind eigentlich immer ein gefundenes Fressen für die Market Maker. Deshalb müssen wir uns das immer ganz genau im Detail anschauen. Jetzt gehen wir mal rein auf den 15-Minuten-Chart. Schauen uns das mal auf dem 15-Minuten-Chart für euch an, wie es da jetzt im Moment aussieht. Und auf dem 15-Minuten-Chart wird die Sache nämlich jetzt richtig interessant. Jetzt ist es hier so, wir haben unser Daily Open gestartet, der asiatische Markt hat nochmal versucht hier nach oben hin auszubrechen, wir wurden sofort wieder abverkauft, das Ganze war hier mit einer Vektorkerze, die Vektorkerzen zeigen uns ganz genau natürlich im Detail an, wie und wann kommen Käufer und Verkäufer in den Markt rein, das seht ihr hier dann auch nochmal ganz gut und wir werden dann hier erstmal wieder nach unten hin abverkauft. Jetzt ist es so, wir sind weiterhin immer noch in einem Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend ist Stand jetzt immer noch intakt. Ja, das heißt, solange dieser hält, alles gut. Was man halt jetzt erkennen kann, ist Folgendes und zwar, wir ziehen uns wieder leicht zusammen. Immer wenn Bitcoin das macht, müssen wir damit rechnen, dass wir wieder einen nächsten Ausbruch sehen, sei es nach oben oder nach unten. Wenn du jetzt von einem Aufwärtstrend kommst und hast so ein symmetrisches Dreieck, ist die Wahrscheinlichkeit im Moment höher, nach oben hin nochmal auszubrechen als nach unten. Wenn wir jetzt von einem Abwärtstrend kommen und dann ein symmetrisches Dreieck formen, ja, so in dieser Form, wie ein Rising oder Falling Wedge, komplett egal, einmal so oder einmal so, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir nochmal weiter nach unten fallen. Jetzt ist es so, wir hatten dann gestern Abend dann auch nochmal ein schönes Ascending Triangle, wie man hier auch nochmal ganz gut erkennen kann. Dieses hat dann hier wunderschön ein Breakout nach oben gesehen, technisches Preisziel von diesem ganzen Ding wurde dann auch komplett erreicht mit dieser Vektorkerze. Ja, und dann sind wir in die Konsolidierungsphase gegangen. Was können wir jetzt von Bitcoin erwarten? Von Bitcoin können wir jetzt Folgendes erwarten, dass wenn wir diesen Support halten, also genau diesen unteren Support und somit heute auch dann nochmal ja, das Daily Open hier, ist es so, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass Bitcoin das Potenzial hat, nach oben hin auszubrechen. Wir werden meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Entscheidung bis ungefähr 13 bis 15 Uhr sehen bei Bitcoin deutscher Zeit. Ja, die Volatilität ist fürs Wochenende auch sehr hoch. Wir sehen Bewegungen von 780 US-Dollar. Hier mal Bewegungen kurz von 1000 US-Dollar. Das ist für ein Wochenende wirklich sehr, sehr stark, muss man sagen. 50er EMA ist komplett unter uns. 100er EMA ist komplett unter uns. Pivot Point und noch ein sehr, sehr wichtiger Supportbereich bei 61.416 US-Dollar. Was heißt das für uns? 50er EMA sollte auf jeden Fall halten. Sollte Bitcoin jetzt nochmal nach unten fallen und diese gesamte Bewegung hier unten zwecks dieser Vektorkerzen nochmal abholen,
müssen wir damit rechnen, dass wir spätestens hier unten wieder ein bullisches Reversal reinbekommen. Sollte das der Fall sein, ist das Szenario Nummer 1 für mögliche neue Long-Positionen, wenn du diese Konsolidierungsphase, die ich hier dann auch ja seit meinem letzten Trade euch gezeigt habe, dass ich dann hier oben bin ich in dieser Konsolidierungsphase eingestiegen, dann war dieser leicht im Minus. Ja, hier wäre dann nochmal die nächste Option gewesen. Deshalb ist es wichtig, dass du einfach diese Videos jeden Tag verfolgst. Wenn du diesen Einstieg dann hier wieder verpasst haben solltest, warte wieder auf solche Möglichkeiten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bitcoin hier unten nochmal diese wichtigen Tiefs anläuft, was halt im Moment sehr gut ist, und das unterstützt uns jetzt dann hier auch nochmal ganz gut, wenn wir hier ein bisschen reinzoomen auf 15 Minuten Chart. Und jetzt das Ganze mal anschauen, ist einfach diese Konsolidierungsphase, dieser Block. Und da ist bei 100 EMA, 800 EMA, der 200er wandert auch hier hoch. Hier liegt auch gerade im Moment der Pivot Point. Ja, spätestens hier können wir sogar einen kleineren Bounce dann erstmal erwarten. Perfekt für kleinere Scalp Trades, perfekt für kleinere Day Trades. Werde ich dich aber auf jeden Fall auf den Laufenden halten, hier auf meinem YouTube-Kanal, wenn wir hier unten reinlaufen sollten, ja, wie und wann dann hier eine mögliche Long Confirmation dann hier dann nochmal stattfinden wird. Zweites Szenario, bärisches Szenario. Bärisches Szenario wäre jetzt, wenn wir nochmal einen kleineren Move hier nach oben sehen, hier nochmal abgelehnt werden und wir hier unseren Supportbereich verlieren von unserem symmetrischen Dreieck, wir das Ganze nochmal hier anlaufen, dann hier unseren Volumen-Support verlieren und komplett auf der rechten Seite in die Minus-Distribution reingehen, dann hast du hier die Möglichkeit, hier nochmal eine Short-Position eröffnen, mit ganz knappem Stop-Loss hier drüber zu setzen, ja, um dann die Bewegung von hier oben bis runter zu unserem Pivot-Point 100 EMA, wo dann hier wieder das nächste Volumen reinkommt, ja, die 1200 Dollar dann hier mitzunehmen. Das sind unsere zwei Szenarien und passt dann einfach auf diese zwei Szenarien auf und wartet darauf dann einfach, ja. Dann gehen wir noch ganz kurz rein, schauen uns noch die Bookmap an. Und bei der Bookmap ist es so, dass jetzt auch mehr Liquidität über uns reinkommt. Schaut euch das mal an, bei 64.000 US-Dollar ungefähr 70 Coins, bei 63.000 US-Dollar beziehungsweise 63,5 32 Coins. Und wenn man sich das Ganze hier anschaut, bei 65.000 Dollar 111 Coins. Das heißt, im Moment hat sich die Liquidität verschoben. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für unseren Bitcoin. Der Bitcoin läuft immer gerne Richtung Liquidität. Im Moment liegt die meiste Liquidität, Stand jetzt, kurzfristig gesehen, über uns. Und wenn wir uns das Ganze dann hier bei den Futures mal anschauen, wie es da im Moment aussieht und hier mal ein bisschen rauszoomen, dann siehst du, dass auch jetzt hier bei 63,2 ein sehr, sehr großer Block an möglichen Positionen reinkommt. 216 Bitcoin warten hier abgeholt zu werden. Jetzt zoomen wir mal noch mal ein bisschen weiter raus und ihr seht, hier oben geht es jetzt dann schon los. 63,8, 136, 63,7, 51, 63,6, 51. Also hier oben liegen knapp mal kurz wieder 300 Bitcoin bereit bei 63,8. Also ihr seht, die Liquidität verschiebt sich richtig, richtig gut. Das soll es fürs Video jetzt dann erstmal gewesen sein. Ethereum, gehen wir ganz kurz rein, macht einen sehr, sehr guten Job. Wir gehen jetzt erstmal auch hier erstmal rein Richtung Widerstand, 100er EMA. Diese Hochs müssen erstmal rausgenommen werden bei 3213 US-Dollar. Wir sehen hier, wir hatten ja die 3118 als Support uns markiert. Jetzt haben wir folgendes Problem. Das ganze Ding scheint jetzt kein Support mehr zu sein, sondern wird wieder zu Widerstand switchen. Das heißt, das machen wir mal hier weg. Ja, und das bedeutet für uns jetzt erstmal nichts anderes, dass wir hier in den Widerstandsbereich reinlaufen. Der Supportbereich ist jetzt zu Widerstand wieder geworden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert jetzt hier bei Ethereum? Bei Ethereum 50er EMA, ganz wichtiges Level. Ja, wir sind jetzt hier in einer kleineren Range zwischen 100er und dem 200er EMA, knappe 55 Dollar, somit 1,79 bzw. 1,8%. Und darauf musst du jetzt auf jeden Fall achten. Wenn wir nämlich jetzt hier nach unten laufen, ja, werde ich dich nochmal up to date halten, weil wir haben hier immer noch einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Auch hier kann diese V-Formation immer noch kommen, wenn Bitcoin ganz gut performt. Das soll es fürs Video gewesen sein. Wenn dich das Thema Trading interessiert, melde dich auch gerne mal bei Femex an. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Gibt einen geilen Trading-Bonus, ja, den du dir freischalten lassen kannst und vor allem Gebühren sparen. Das heißt, wenn du dich über diesen Link registrierst, sparst du Gebühren, weil du VIP 1 wirst. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag. Danke für deine Unterstützung. Check gerne unten, wie gesagt, einmal Femex aus und dann hören wir uns spätestens zum morgigen Update-Video wieder. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dein Basti. Ciao, ciao.